Okay, herzlich willkommen zum B-Tutorium. Aufgabenblatt 8 ist heute dran. Nehmt es mir bitte nicht übel, ich bin gesundheitlich noch ein bisschen angeschlagen. Insofern werde ich das Kürzeste machen, was irgendwie, was wir zumindest brauchen und ein bisschen weniger Wiederholung. Wir haben zum Glück vieles, was wir für heute brauchen oder für das aktuelle Aufgabenblatt in der letzten Woche unter dem Thema der KV-Diagramme drin gehabt. Deswegen werde ich das nur noch kurz anschneiden. Genau, ich hoffe, meine Stimme hält soweit durch. Ich würde erstmal anfangen mit Aufgabe 8.2 insbesondere, der Punkt BDDs. Hat sich jemand angeguckt, wofür überhaupt die Begriffe BDD und ROBDD stehen, von denen da gesprochen wird? Irgendeine Ahnung? ROBDD und BDD? Gut, dann gebe ich euch das. Also BDD steht erstmal für Binary Decision Diagram. Im Endeffekt, also wenn wir es ins Deutsche übersetzen, ein binäres Entscheidungsdiagramm. Und der Unterschied zu ROBDD ist, dass das ROBDD dann ein Reduced Ordered Binary Decision Diagram ist. Also das heißt, es ist verkürzt, verringert und das ist das Reduced und das Ordered, ja, es ist geordnet. Und ein BDD ist in der Regel eigentlich auch im gewissen Teil geordnet, aber naja, doppelt hält besser. Wenn wir minimieren wollen das Ganze von einem BDD zu einem ROBDD, dann gibt es drei verschiedene Sachen zur Minimierung. Ich hatte noch mal in die Folien kurz rübergeskippt, sofern ich das noch gerade schaffen konnte. Da ist, glaube ich, nicht so viel dazu gewesen. Insofern gucken wir uns das einmal an, was sich da eigentlich minimieren lässt. Das erste, was wir haben können, ist, wir haben einen Knoten. Nennen wir ihn meinetwegen X. Oh, sein, nennen wir ihn X0. Der hat einen anderen Knoten darunter, nennen wir ihn X1. Auch hier X1. So, und dann. Das ist ja erstmal der Grundaufbau von so einem BDD. Wir haben also Knoten, mehrere, die dann bestimmten Variablen zugeordnet sind. Und ganz am Ende haben wir Blätter, die quasi das Ergebnis uns geben. Also es kann dann halt sein, wenn wir hier die ganze Zeit auf der linken Seite, also jetzt das Gestrichelte, immer für die 0 stehend, das andere für die 1, aber damit wir das optisch immer gleich sehen. Wenn wir hier unseren binären Entscheidungsbaum dann eben durchgehen, dann zum Ende haben wir Blätter, die dann eben sagen, wenn ich genau diese Variablenbelegung habe, also x0, den Wert 0, x1, den Wert 0, dann ist für diese Funktion der Ausgangswert 1. Ne? Das ist im Prinzip, wenn wir uns die Funktionstabelle nochmal vorstellen, dann hätten wir jetzt hier eine Funktionstabelle x0, x1, keine Ahnung, f, y, wie auch immer wir das nennen wollen, und dann würde ich hier 0, 0, 1 stehen haben. Ja, das ist der binäre Entscheidungsbaum. Ich schweife auch schon wieder ab. Also, wichtig ist zum einen für diese erste Regel hier in der Aufbau und die Ergebnisse in den Blättern. Also, wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir, das, jetzt mal gucken, das ist richtig. Doch, ich habe es richtig. Achtung, denkt bitte wieder an eure Mikrofone. Danke sehr. Genau, dann können wir hier eben sehen, dass wir zwei Wege zum Beispiel haben, wie wir zur Null kommen können. Ja, dass wir zum einen bei x,
über x0, 0, x1, 0 zu 0, nee, x0, 0, x1, 1 zu 0 kommen. Und aber auch einmal über x0 ist 1 und x1 ist 0 zu 0 kommen. Und wenn wir genau diese Struktur haben, dass wir von unserem Knoten zu zwei Töchterknoten quasi gehen und dann einmal mit der 1 und einmal mit der 0 zu einem Blatt kommen, dann und das gleiche außerdem für den Gegenwert auch nochmal haben, dann dürfen wir das verkürzen. Und zwar, wir haben unseren Knoten immer noch oben. Der geht zu x1 in zwei verschiedenen Arten. So, und jetzt fallen quasi Blätter weg. Wir haben einmal den Weg, wie wir zu 1 kommen. Da hatten wir gesagt, ne, das ist hier direkt von x1 mit 0. Aber wir können halt auch von dem rechten x1-Knoten zu 1 kommen mit dem Wert 1. Der wird dann quasi so rübergezogen. Und das gleiche haben wir dann eben umgekehrt mit dem Blatt 0. Da haben wir eben die Möglichkeit über den rechten Pfad und dann hier mit dem Wert 0, also x1 gleich 0, hier runterzukommen. Aber eben auch auf der anderen Seite erstmal 0 und dann 1, das hier überkreuzt. Ja, also diese Struktur hier links, die dürfen wir für ROB, beziehungsweise müssen wir dann für ROBDD verkürzen, auch so runter verkürzen. Das nennt sich die Elimination von doppelten Blättern. Das ist die erste Möglichkeit zu verkürzen. Dann genau, machen wir erstmal die vielleicht einfachere Variante. Die zweite Regel. Wir haben ein. Wobei, ich glaube, ich mache hier ein bisschen mehr Platz. Wir haben Noten, von denen wir ausgehen. Aber ist jetzt egal, da ist noch irgendwie was drüber, sicherlich im Baum. Darum geht es ja aber gar nicht. Sondern es geht vor allem um diese Struktur. Wir können von unseren Knoten hier oben gehen, wo wir runter zu einem gemeinsamen Knoten x2. Also wir sehen schon, das passt jetzt irgendwie nicht zu einem normal großen binären Entscheidungsbaum, sondern da sind wir wahrscheinlich schon im Rahmen der Verkürzung unterwegs, dass wir in Richtung des ROBDD unterwegs sind. So, und dann haben wir aber hier noch einen Knoten, der aufgrund dessen, was wir gemacht haben. Na, nun lass es mal x3 sein. Auf zwei Wege. Ja, das wäre hier eigentlich die 0. Auf zwei Wege an x2 angebunden ist. Nämlich, dass wir sagen, okay, wenn wir hier von x1 den Weg über 1 gehen oder von dem rechten x1 den Weg über 0 gehen, zu dem Knoten x2 kommen, dann ist es egal, ob wir x2 den Wert 0 oder 1 haben. Wir kommen in beiden Fällen zu genau diesem Knoten x3. So, und jetzt kann man sagen, ist das hier ja eigentlich überflüssig. Deswegen dürfen wir das verkürzen. Das heißt dann irgendwie, es ist nur die Eliminationsregel. Wir haben weiter unsere Ausgangsknoten hier oben. Und die führen dann aber direkt zu dem Knoten x3. Das heißt, wir würden hier den Knoten x2 rausschreiben. Okay, das ist die zweite Regel. Dritte Regel, die wird jetzt ein bisschen komplexer aufzuschreiben. Ich bin mir eben gerade nicht sicher, die kommt, glaube ich, ich will nichts sagen. Ich glaube, die kommt nicht in der Hausaufgabe vor, aber wir sollten die einmal komplett durchhaben. Da geht es um Isomorphismus, also im Endeffekt gleiche Strukturen. Ja, das ist ja das, was, ne? Isomorphismus beschreibt ja was über gleiche Strukturen von Gruppen und so weiter. So, da haben wir einen Aufbau von Knoten. Nichts Falsches. Wir haben
Jetzt erstmal die Knoten, das dauert nämlich dann eine ganze Ecke. Also wir haben Knoten hier, Knoten hier, Knoten hier. So, wir haben verschiedene Möglichkeiten, zu unseren Blättern 0 und 1 zu kommen. Und zwar können wir hier von dem linken oberen Ausgangsknoten mit 0 und 0 zu 1 kommen, zu 0 kommen. Wir können da aber auch hinkommen, indem wir jetzt den Wert 1 haben und dann nochmal den Wert 1. Und gleichzeitig können wir auch dahin kommen, indem wir auf dem rechten Knoten erst den Wert zu 1 haben und, Achtung, jetzt sehen wir schon, warum das recht gleich aussieht. Oh, auch wieder zu 1 haben. Und wenn ich auf dem rechten Knoten den Wert über 0 nehme zum Unterknoten und hier nochmal wieder die Belegung 0 habe, auch dann komme ich zur 0. Wir sehen so langsam, dass das hier vielleicht, oder hoffentlich seht ihr das hier mit, ne, dass wir hier schon anfangen, eine gleiche Struktur zu haben. Ganz egal erstmal, was das hier oben für Knoten sind. Also ob das jetzt, keine Ahnung, ob das beides ein Knoten x2 ist oder ob das eine x1 heißt und das andere x2, ist erstmal egal, weil die Struktur darunter die gleiche ist. So, und das gleiche gilt auch für die Wege hier zum Blatt 1. Und zwar können wir zu Blatt 1 kommen von dem linken Knoten, wenn wir hier erst 0 und dann 1 haben. Und das gleiche gilt auch hier auf der rechten Seite. Wir haben erst 0 und dann 1. Oder wenn wir halt auf der Seite hier erst den Wert 1 haben und dann 0. Oder auf der rechten Seite erst 1 haben und dann 0. Okay, also die Struktur hier ist gleich und dann dürfen wir quasi, mach mal irgendwie eine Markierung rein, die Vereinfachung passiert im Endeffekt hier in dem mittleren Teil, weil hier die Struktur gleich ist von dem Ganzen, beziehungsweise eben hier oben das auch mit unseren Ausgangsknoten dann egal ist, wenn es die gleichen sind. Und dann dürfen wir das Ganze verkürzen zu. Wir haben einen Ausgangsknoten. Der geht einmal nach links oder nach rechts. Und dann haben wir hier direkt die Blätter. So, das war immer das hier, ne? Wenn beide Belegungen 0 sind, dann gehen wir zur 0. Wenn beide Belegungen 1 sind, dann gehen wir auch zur 0. Und das Umgekehrte, erst 0, dann 1 geht zur 1 und erst 1, dann 0 geht zur 1. So, das ist die dritte Regel, die ist ein bisschen komplexer zu erkennen in einem größeren Baum. Wie gesagt, das ist die Isomorphismusregel. Okay, das so ein bisschen vorweg zu dem Thema, wie sieht das eigentlich aus mit ROBDDs? Welche Regeln haben wir denn, um von einem binären Entscheidungsbaum zu diesem reduzierten zu kommen? So, wenn wir jetzt also, das war die falsche Folie. Gut, wenn wir jetzt also ein Beispiel uns anschauen, zum Beispiel nehmen wir folgendes Diagramm. Wir haben, mach das jetzt auch mal in dem Fall wieder explizit. Mit 0 und 1. Wir haben Variablen x0, x1, x2 und x3.
Oh Gott, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich lasse einfach mal unten die Pfeilspitzen weg. Das macht es alles nur noch vielleicht etwas einfacher zu lesen. Genau, hier auf der rechten Seite haben wir bereits ein Blatt. Während ich das Ganze aufzeichne, könnt ihr ja schon mal überlegen, ob ihr gleich irgendwo was sieht, wo ihr denkt, dass man da vielleicht eine Regel von anwenden könnte, von denen, die wir hatten. Im Endeffekt, also selbst wenn man die Regeln nicht ganz im Kopf hat, im Endeffekt geht es immer noch darum, dass man halt versucht, die Sachen zu vereinfachen, zu verkürzen. Die Wahrheitswerte müssen natürlich trotzdem gleich bleiben. Aber halt, dass man den Baum kleiner macht, das ist eigentlich das, was da ein bisschen mit drin steckt. Also, das sei unser Baum für heute. Also, wir haben, wie gesagt, vier Variablen: x0, x1, x2, x3. Mehrere Blätter, die dann verschiedene Werte hier haben können in den Rechtecken. Und fällt euch da irgendwas auf, wo ihr denkt, das kann man doch eigentlich verkürzen? Irgendwas, was überflüssig ist oder so. Okay, genau, gut erkannt. X3 führt hier einfach irgendwie in beiden Fällen zu einer 1. Das heißt, eigentlich ist das schon mal egal. Wir können die Blätter unter der 1, die Blätter unter X3 könnten wir zu 1 verkürzen. Und dann sehen wir aber auch, dass dann eigentlich der Weg von X1 über X3 nach 1 eben auch unnötig ist. Da sind wir so ein bisschen hier in dem Bereich, wo wir einfach sagen, okay, wir kürzen da in der Mitte was raus, weil das einfach überflüssig ist. Das brauchen wir nicht. Und können dann den Bereich hier unten einkürzen und aus diesem ganzen Baum x3 mit den Einsen drunter würde in dem Fall nur noch die 1 übrig bleiben. Und das hieße, wir hätten jetzt. Wenn wir unseren Baum nehmen. Hätten wir statt der ganzen x3 an der Stelle, hätten wir da hier direkt unser Blatt 1. Und das gleiche auch auf der rechten Seite. Die Reste bleiben. Und wir hätten schon mal eine Menge verkürzt. Und genau, die Frage, die da schon gestellt wird, wäre dann x1 nicht auch wieder überflüssig? Genau richtig. Also wir sehen hier, dass wir in dem Fall hier auf der linken Seite über x1 in beiden Fällen zum Blatt 1 gehen. Das heißt, eigentlich heißt das, relevant ist nur, wenn wir von x0, dem Wert mit der Belegung 0 nach unten gehen, kommen wir zum Blatt 1. Das war dann schon alles. Das heißt, wir, also das heißt, das brauchen wir gar nicht dazwischen. Kürzen wir das also ein. Gehen auf der linken Seite einfach nur zur 1. Auf der rechten Seite haben wir immer noch ein x2. Okay. Wieder verkürzt. Das sieht ja an sich schon ganz gut aus. Habt ihr noch etwas, wo ihr sagt, das kriegen wir kürzer?
Also ich gebe mal den Tipp, es gibt noch eine Stelle, wo wir nochmal wieder was rauswerfen können, weil wir damit was nochmal wieder vereinfachen. Ne, das Ziel ist, möglichst nur die absolut notwendigen Knoten, Kanten und Blätter zu haben. Es gibt noch ein, ja, oder habt ihr vielleicht schon die Idee, was überflüssig ist? Genau, wir können noch die Blätter zusammenfassen. Das ist genau das, was wir hier noch haben. Also wir nehmen hier Wege, wo wir zum Blatt 1 kommen. Und es gibt eigentlich keinen guten Grund, warum wir mehr als einmal Blatt mit dem Ausgangswert 1 haben. Und wenn wir das verkürzen können und was wir tun können, dann sollten wir das auch machen. Das heißt, wir haben hier x0 und gehen dann davon direkt zu dem gleichen Blatt wie von x2. Gibt es dann nur wieder die Herausforderung, das ein bisschen hübsch aufzuzeichnen, dass das nicht so hässlich aussieht. So, wir gehen dann nämlich einmal von x0 bei dem Wert, nee, das war der Wert 0, bei dem Wert 0 zu 1 und wir gehen bei x2 bei dem Wert 0 zu 1 und wir haben noch bei x2 den Wert 1, wo wir dann zu 0 gehen. Das ist dann tatsächlich jetzt auch das Minimum, was wir haben können. Ja, wundervoll. Damit haben wir soweit minimiert, wie es geht. Was wir uns jetzt im Zusammenhang mit den ROBDDs noch anschauen sollten, ist, was bedeutet das jetzt für uns eigentlich, wenn wir daraus vielleicht was ablesen wollen, in die andere Richtung. Also was wir jetzt haben, ist natürlich eine sehr verkürzte Darstellung, eine minimierte Darstellung von dem, was wir brauchen, um diese Funktion zu beschreiben. Was auch immer die Funktion tut, wissen wir nicht. Und genau, wenn wir jetzt das übertragen wollen. Machen wir das. Ich kopiere das, glaube ich, noch mal kurz. Wenn wir das Ganze haben und wollen das irgendwie hier in beispielsweise ein KV-Diagramm übertragen, oder auch eine Funktionstabelle, dann können wir daraus halt eigentlich ablesen, was das Ganze ist. Ja, wir haben ja unsere Belegung des Ganzen. x3, x2, x1, x0. Und jetzt, nachdem wir das verkürzt haben, ist natürlich ein bisschen schwieriger zu gucken. Aber wir könnten jetzt halt eben schauen, immer wenn x0 den Wert 0 hat, dann kommt 1 raus. Das heißt, was noch die Beschriftung dazu? Das heißt, an den Stellen, wo x0 den Wert 0 hat, ist 1. Das könnte ich jetzt einfach hier für die Spalte eintragen und ich kann das für die Spalte eintragen und hätte das schon. Und dann gucke ich hier rechts, x0 hat den Wert 1. Dann muss ich noch gucken, was ist mit x2? Dann brauche ich also doch noch mal hier kurz auch die Beschriftung.
x0 den Wert 1. Das heißt, diese beiden Spalten und überall da, wo x2 den Wert 0 hat, da kommt 1 hin. Das ist die obersten beiden Spalten und die oberste Zeile und unterste Zeile. Das heißt, hier kommen Einsen hin, hier kommen Einsen hin und dann sollten hier für den Rest bleibt dann nur noch diese Verbindung, da habe ich dann x0 den Wert 1, passt. Und x2 den Wert 1, passt auch, und da wird dann 0 eingetragen. Ja, und so kann man dann halt relativ schnell das Ganze übertragen aus einem BDD in den KV-Diagramm. Oder auch das Ganze in eine Funktionstabelle. Dann habt ihr halt einfach die Funktionstabelle ganz normal, x3, x2, x1, x0 und f als Ausgangsfunktion. Würdet anfangen, die Funktionstabelle hochzuschreiben mit 0, 0, 0. Also viermal die 0, dann die 1, 1, 0 und so weiter. Entsprechendes dazuschreiben. Na gut, hier am Anfang. Da ist x0, 0, hier ist x0, 0, da ist x0, 1, da müsste ich gucken, was ist mit x2, x2 hat den Wert 0, dann bin ich auch wieder bei der 1. Und so könnte man das Ganze dann fortführen. So kommt man also vom ROBDD zu einem KV-Diagramm. Genau, Minimierung von KV-Diagramm haben wir letzte Woche gemacht, insofern bitte da dann nochmal nachgucken. Den Teil wiederholen wir dann heute nicht. Was wir auch noch mal haben, ist ist die Frage, wie ist das, wenn wir nicht irgendwie so ein Diagramm gegeben haben, sondern wenn wir überhaupt erstmal anfangen sollen aus einer Aufgabe, wie zum Beispiel eben hier 8,3 mit einer Schaltung. Wir haben also das haben wir dann vorher gemacht in der Aufgabe. Wir haben eine Funktionstabelle erstellt, wir haben ein KV-Diagramm gemacht und dann sollen wir ein ROBDD machen für das Ganze. Also in 8.3 sollen wir quasi überhaupt selber einen Baum erstellen. Wie würdet ihr denn da starten? Wisst ihr das, wenn wir zu einem BDD kommen sollen, zu einem ROBDD kommen sollen? Irgendeine Idee, wie man anfängt, um dann da weiterzukommen. Okay, genau. Also eine Funktionstabelle ist ein guter Punkt. Also wenn ich nämlich überhaupt erstmal anfangen soll, ROBDD zu machen, dann würde ich eine Funktionstabelle machen mit all dem, was wir hier kennen, den wieder ausfüllen. Ich setze mal die ganzen Nullen daneben einmal weg. Und dann hätte ich hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Werte für meine Ausgangsfunktion. Und so, und dann die Schritte andersrum. Ja, genau, die Schritte andersrum ist eben das Schwierige. Wenn wir unsere Funktionstabelle haben, dann würden wir den vollständigen Entscheidungsbaum als erstes machen. Der vollständige Entscheidungsbaum heißt, dass wir wirklich einen Binärbaum haben, wo alle Entscheidungen drin sind und dann von da aus wir die Zusammenfassung starten zum ROBDD. Worauf man aufpassen muss, ist bei der Sortierung, ja, dass wir mit x0 dann anfangen. Das ist so etwas unintuitiv, da also bitte aufpassen. Ja, wir fangen hier mit x0 an als obersten Knoten. Dann müssen wir alle Entscheidungsmöglichkeiten haben. Gut, am Anfang ist das einfach. Es gibt die Entscheidungsmöglichkeit 0, es gibt die Entscheidungsmöglichkeit 1 zu der nächsten Variablen, was dann eine Ordnung hier wahrscheinlich die x1 ist. Und von da aus, wohin können wir dann weitergehen? Ach ja, natürlich, ne?
Nächste Entscheidung ist dann X2. So, und das geht dann hier die ganze Ecke weiter in alles Mögliche. Ich will das jetzt gar nicht alles machen. Also wie gesagt, der ganz, ganz, ganz vollständige Entscheidungsbaum, der dann hier eben weiter durchgeht. Nur mal ein Beispiel, einen Ast zu Ende zu machen. So, dann haben wir X3 und auf den ganz linken Ast einmal durch. Und dann haben wir ganz am Ende die Blätter. Und würden hier dann eben gucken können, okay, erste Belegung 0, 0, 0, 0 für alles, von rechts abgelesen. Ah, das ist 1. 0, 0, 0, 0 und die 1, okay, haben wir gerade nicht. Das fehlt in der Tabelle, müsste man dann eben schauen. Und so würden wir das dann eben alles ausfüllen. Das heißt, auf der Ebene hier unten haben wir insgesamt natürlich eine ganze Menge Blätter, wenn wir alle haben. Das sind dann 16 Blätter insgesamt, ja, weil wir dann insgesamt wirklich alle Optionen einmal erstmal durch haben. Das wäre der Start für das Ganze. Danach müssten wir das Gleiche machen wie mit dem, was wir hier gegeben hatten, dass wir daraus dann das Ganze wieder in die Minimierung bringen, in die grafische und bis wir dann den RUBDD am Ende haben. Genau, das ist das, was dann gemacht werden soll. Das wird ein großer Baum, wird hier geschrieben, ja. Ist nicht so klein, der, das stimmt. Muss man halt leider einmal machen. Also Bäume sowieso, sei es irgendwie Huffman-Bäume oder Binärbäume für BDD und RUBDD, das ist immer eine sehr nervige. Entschuldigung, wenn ich da die Wertung aber reinbringe. Sehr nervige Aufgabe, insbesondere falls man Pech hat, dass das in der Klausur auch drankommt. Leider kann man sowas halt gut in der Klausur machen. Also eins von beiden wird wahrscheinlich schon drankommen. Mindestens. Und da braucht man immer viel Zeit zum Sauberzeichnen des Ganzen. Gut. Sollte aber alles sein, was ihr an der Stelle braucht. So. Dann sollten wir einmal vielleicht ganz kurz uns anschauen, einen Blick auf Aufgabe 8.1 nochmal, was da eigentlich hintersteckt. Ohne dass wir, wie gesagt, jetzt sehr ins Detail gehen. Wir haben da eine 7-Segment-Anzeige. Und die haben alle, jedes Segment hat irgendwie eine Bezeichnung von A bis G. Und da sollen als erstes Funktionstabellen erstellt werden und na gut, danach KV-Diagramme und Minimierung. Aus Funktionstabelle KV-Diagramm zu machen und Minimierung, das, wie gesagt, kennt ihr eigentlich. Aber die Frage ist jetzt vielleicht, was wir uns einmal kurz anschauen sollten, ist, wenn ich das nehme, was bedeutet das eigentlich für meine Tabelle hier? Also, das mittlere Segment ist G. Da war noch eine Nachfrage mit den Schleifen. Das Minimieren, genau, das Minimieren aus KV-Diagramm, das war das mit den Schleifen, wo ihr dann möglichst große Schleifen bildet. Achtung, immer Zweierpotenzen. Und das ist links, rechts, wrapped und unten und oben. Genau, wenn wir für ein Segment die KV-Diagramme machen sollen und die Funktionstabellen, dann heißt das, dass wir in dem Fall für jedes Segment das einzeln machen müssen. Das heißt, wir brauchen, wenn wir das in der Hausaufgabe für B und F machen sollen, müssen wir das für jedes Segment machen, haben also zwei Funktionstabellen und zweimal die Minimierung dazu. So viel sage ich euch einmal direkt.
So, wenn ich jetzt x, nee, wenn ich jetzt g habe, das mittlere Segment, und ich will eine Funktionstabelle machen, ne? Unsere normale Funktionstabelle sieht ja so aus, in den meisten Fällen. Gehen wir davon aus, wir haben irgendwie sowas, wahrscheinlich vier Eingangsvariablen, x3, x2, x1, x0, und dann haben wir irgendwie im Ausgang, der heißt in dem Fall, heißt er g. Für die Segmente b und f heißt er dann halt b oder f. Wie kriege ich denn jetzt mein Mapping von x3, x2, x1, x0 zu g? Da jemand, kann da jemand was sagen zu 8,1? Also ich kann ja hier wieder anfangen, ne, schön alles hochzuzählen, aber woher weiß ich denn jetzt, was ich für g eintrage? Genau, es geht darum, G beziehungsweise ein Segment kriegt eine 1, wenn es leuchtet. Und genau, wir müssen gucken, also bei welcher Zahl dieses Teil aufleuchtet. Denn es wurde gesagt, dass von 0 bis 9 durchkodiert wurde im Dualcode, nämlich 000 bis 0000 bis 1001. 4-Bit, das ist ja praktisch. Wir haben ja auch normal 4-Bit für unsere typischen Tabellen. Das heißt, denn das hier ist unsere Kodierung für die 0. Das ist unsere Kodierung, sagen wir mal so, 0 ist jetzt nicht binär, ist für die 1, das ist für die 2 und so weiter. Und dann muss ich halt jedes Mal gucken, wenn ich so eine 7-Segment-Anzeige habe, leuchtet dann entsprechend das Ding auf. Wenn ihr das nicht aus dem Kopf wisst, wie ein 7-Segment ist, weil hat man heutzutage nicht mehr so viel wie früher. Dann guckt euch das einmal an. Das mindestens bei Wikipedia gibt es das irgendwo und ich weiß nicht, vielleicht auch in den Folien, das weiß ich gerade nicht. Bei 0 braucht man das Ding in der Mitte nicht, also wird hier der Ausgang 0 sein. Bei 1 müsste man halt gucken. Ne? 1 ist irgendwie außen. Nee, das ist in der Mitte auch nicht. Und dann haben wir die 2 und 2 wäre. Ich mache das mal hier irgendwie mit Grün hier so ein bisschen drüber. 2 wäre das hier. Da sehen wir, da würde das leuchten. Da würden wir dann eine 1 eintragen. Ja. Genau, und das ist das, was hinter der Aufgabe steckt, dass man eben mal ein praktisches Beispiel hat, wo man für etwas eine Schaltung dann erstellen kann oder eine Minimierung machen kann. Okay, das Ähnliche gilt mit 8.3. Auch 8.3 ist im Endeffekt ein, wir haben eine Aufgabe gegeben, wir sollen verstehen, was diese Aufgabe uns eigentlich sagen will und wie wir dann eben aus einer gegebenen Aufgabe uns eine Funktionstabelle erstellen können. Da vielleicht auch ganz kurz, wir haben bei 8.3 haben wir vier Motoren und die können an sein oder aus sein. Auch hier haben wir also quasi irgendwie so eine, wenn wir so eine Tabelle haben, ne, x3, x2, x1, x0 steht da für die Motoren. Und die haben jeweils eine Leistungsaufnahme und der Ausgang soll den Wert 1 annehmen, wenn im Stromnetz eine Leistung von über 8 kW entnommen wird. Mit anderen Worten, was müssen wir machen, um rauszufinden, wann ich eine 1 in den Ausgang mache bei 8,3? Genau, ich muss eigentlich nur die Werte der x addieren. Also auch hier, ich mache die vollständige Funktionstabelle und dann gucke ich halt an den Stellen jeweils, wo ist eine 1 für ein x, also welcher Motor ist in dem Moment an, addiere dann zusammen die Werte, habe ich mehr als 8 kW, dann gibt es rechts zum Ausgang eine 1, ansonsten gibt es rechts zum Ausgang eine 0. Genau, und dann das gleiche Spiel wieder. Ich habe eine Funktionstabelle, daraus mache ich ein KV-Diagramm, daraus mache ich eine Minimierung und. Naja, dann war der Punkt mit, was wir eben gesagt hatten, wie komme ich aus einer Funktionstabelle in einen ROBDD. Das ist das, was in einen 8.3c kommt. Und dann könnt ihr prinzipiell, wer noch optionale Punkte sammeln will, könnt ihr eine Schaltfunktion machen aus Teil B, also aus der Minimierung, indem ihr die Schaltgatter dann einmal zusammenbaut. Ich meine, ich glaube, letzte Woche da einmal kurz auf Schaltgatter gebastelt.
Genau. Genau, das ist aber im Endeffekt 8.1 bis 8.3 dann schon alles. Neu ist also BDD und ROBDD, der Rest ist mehr Wiederholung. Und ihr seht schon, wenn da so viel KV-Diagramm und alles drankommt, das ist nicht unwahrscheinlich, dass auch irgendwas davon in der Klausur drankommt. Irgend so eine Aufgabe, wo man halt eben verstehen soll, was bedeutet das eigentlich, was steckt dahinter und wie kann ich daraus eine Minimierung machen. Dann kommen wir zu der letzten Aufgabe, 8.4. Punkt 4 gibt uns eine Schaltung. Schaltung in Hadesweise. Jetzt muss ich einmal gucken, wie gut ihr das wir erkennen könnt. Das ist nämlich mal besser, mal schlechter in der Übertragung. Oh, was geht da heute? Okay. Genau, wir haben eine Schaltung. Wir haben Eingänge. Wir haben sie, nennen sie A und B. Dann haben wir Symbole hier. Dieses Dreieck mit einem Punkt davor. Wer weiß, was ist das? Was sagt das? Dreieck mit so einem Kringel dran. Welchem Symbol entspricht das? Genau, das war die Negation, auch wenn es so als explizites Schaltsymbol auftaucht, als Inverter bezeichnet. Dann haben wir hier sowas, das sieht so aus wie ein D mit einem Kreis dran. Welchem Schaltsymbol entspricht das? Richtig, genau, das ist ein NAND, also Not AND. Weil das ist ein AND. Das AND ist ja so ein D und dann das NOT kommt raus durch dieses den Kreis rechts dran am Ausgang. Das haben wir hier nochmal. Und hier hinten haben wir quasi nur das D, das ist dann halt NAND. Rechts dann Ausgänge X und Y. Eine Hausaufgabe habt ihr noch ein anderes Symbol. Das sieht in etwa so aus. Ach Gott. Naja, wie so eine Pfeilspitze. Nur, also so von so einem Steinzeitpfeil oder so. Nicht wirklich hübsch. Was ist das für ein Symbol? Richtig, genau, das ist das Or, also das Oder. Genau, dann haben wir auch für die Hausaufgabe, haben wir dann noch die Symbole, die ihr dann da braucht. Wenn jetzt hier noch ein Kringel dran wäre, dann wäre es natürlich nicht einfach nur ein Or, dann wäre es auch wieder hier die Negation, dann wäre es das Nor, haben wir aber nicht. Insofern, alles gut, wir müssen wissen, dass das ein Or ist ohne. Und ich hasse dieses Symbol, weil ich das immer nicht zeichnen kann. Gut, brauchen wir heute nicht, wir haben eine andere Schaltung. Die Aufgabe ist jetzt hier, die Schaltung zu untersuchen und zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich bestimmte Eingangswerte habe in so einem Impulsdiagramm. Das ist jetzt das, was ich hier sehe mit A und B. Ich habe immer so verschiedene Taktzeiten, ne? Also es gibt immer so den Zeitpunkt, ist immer so ein Abschnitt bis zum Kästchen. Und dann sehe ich, dass hier mein Ausgang drei Abschnitte oben, der auf 1 ist, dann geht er runter und ist zwei Abschnitte auf 0. Und mein Abschnitt B, na gut, der macht das Gleiche in dem Fall. Also, und das ist das, was ich über die Eingänge weiß. Ich weiß nicht, und das machen wir hier nochmal sauber, ich weiß nicht, was mit meinem Ausgang vorher ist. Das ist mir unbekannt. Deswegen ist, das haben wir in der Hausaufgabe, meine ich auch, ist davor hier so die Farbe so ein bisschen steht hier für unknown, unbekannt, undefiniert. Kann 0 oder 1 sein, wissen wir nicht. So, und dann soll ich halt eben gucken, wenn diese Taktsignale durch meine Schaltung gehen, was passiert dann an den einzelnen Schaltgattern, was kommen da für Werte dann raus, wie ändern sich da die Werte, was kommt dann auch ganz am anderen Ende am Ausgang raus. Und
weil ich dafür noch berücksichtigen muss, ein paar Sachen müssen wir noch mal genauer gucken. Wir haben das eine ist, wir haben Verzögerung. Also wenn so ein Signal durch ein Schaltgatter geht, dann habe ich das neue Signal immer erst nach einem Taktsignal mit Verzögerung erst drin. Das heißt, wenn ich irgendwie was negiere, dann passiert das erst, sehe ich das erst ein Taktsignal später im Ausgang. Außerdem müssen wir uns eben nochmal angucken, was bedeutet eigentlich das mit dem NAND. Das machen wir dann später. Ich überlege gerade, was können wir nochmal gucken. Genau, was passiert allgemein beim Verhalten von Signalen? Weil ich habe ja immer irgendwie Verknüpfungen, ne? Hier gehen irgendwie so mehrere Leitungen alles. Vielleicht erstmal das Einfachste, eine Negation. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ne? Das heißt, wenn ich hier irgendwie sowas habe, ich habe eine Negation, dann hatte ich irgendwie vorher, keine Ahnung, den Wert 0 oder den Wert 1. Und daraus passiert dann, dass ich dann irgendwie das x habe. Das heißt, wenn ich vorher 0 hatte, dann habe ich jetzt den Wert 1. Und wenn ich vorher 1 hatte, dann habe ich jetzt den Wert 0. Okay, relativ einfach. Was passiert denn, wenn ich 0 oder x hatte? Also ich weiß zum einen, habe auf einer Seite habe ich den Wert 0, aber ich habe irgendwie den Wert x. X heißt, dass ich nicht weiß, was da gerade für ein Wert hinter ist. Das x kann jetzt 0 oder 1 sein. Also ich habe 0 oder unbekannten Wert. Was kommt raus? Welcher Wahrheitswert kommt dann am Ende raus? Genau, da kommt x raus, weil 0 oder irgendwas ist immer das irgendwas. Wenn x 0 ist, ne, ist 0 oder 0, bleibt 0, x 1, dann ist 0 oder 1. Ah, ja, okay, dann kommt 1 raus. Okay, das heißt 0 oder x hat den Wert 1. Hat den Wert x. 1 oder x, was kommt denn daraus, wenn ich dann. Genau, da kommt, weil das ja eine Oder-Verknüpfung ist, eine einfache. Da kommt einfach nur 1 raus, weil es ist egal, ob das 0 oder 1 ist. Wir haben schon die 1 vorne, wird auf jeden Fall 1 sein. Nun gut, das sind die Oder-Verknüpfungen. Gucken wir uns mal und an. 0 und x. Was kommt daraus? 0 und ein unbekannter Wert. Richtig, ist immer 0. Denn 0 und irgendwas kann nie wahr sein, weil hier vorne schon 0 ist. Und was ist, wenn ich 1 und irgendwas habe? Genau, das 1 und irgendwas hängt immer von dem irgendwas, von dem x ab. Denn wenn x den Wert 0 hat, ist 1 und x, also 1 und 0 wäre dann 0. Und wenn x 1 hat, 1 und 1 wäre dann der Wert 1. Hängt also nur vom x ab. 1 und x ist also der Wert x. Okay, wir haben zwei NANDs da drin. Wir können zwei Optionen haben bei den NANDs. Also gut, theoretisch können wir auch drei haben. Wir können natürlich auch NAND aus zwei Xen haben. Egal. So, erstmal 0 NAND X. Was kommt denn da raus? Mal überlegen. Also ich habe 0 und x negiert. Genau, denn da ich ja weiß, dass 0 und x auf jeden Fall den Wert 0 ergibt, ist die Negation davon natürlich 1. Wundervoll. 1 und x negiert. 1 NAND x. Was machen wir damit? Ja, ist irgendwie, genau, ist irgendwie nicht x. Heißt aber im Endeffekt auch, wir wissen da nicht viel was drüber. Ist also für uns relativ unbekannt. Genau. Und x negiert. Ja, ist genau, ist im Endeffekt das Gleiche. Auch hier wird es irgendwie, es wird hier irgendwie von dem x abhängt. Da wissen wir eben auch, da wissen wir noch weniger als hier drüber.
Gut, das sind so ein bisschen die Sachen, die wir eben gleich nämlich brauchen werden, wenn wir uns das angucken. Am einfachsten ist es, und deswegen ist das auch so ein bisschen vorgegeben, wenn man so eine Schaltung analysiert, dass man von links nach rechts durchgeht, soweit das halt möglich ist, und dann eben stückweise guckt, was bedeutet das eigentlich. So, das heißt, das erste wäre also die Negation, das Nicht-A. Und im ersten Takt, welchen Wert hätte Nicht-A denn da? Genau, das wäre undefiniert. Warum wäre das undefiniert? Genau, weil wir die Taktverzögerung haben. Und das heißt, wenn wir uns hier nicht A angucken wollen, also hier in dem Element da sind, dann müssen wir immer einen Takt davor gucken. Und das heißt, wir gucken uns an, was war A im Takt davor. A im Takt davor war undefiniert. Das heißt, wir können zum jetzigen Zeitpunkt hier nicht sagen. Das gleiche gilt natürlich mit B auch. Da haben wir das gleiche nochmal. Das machen wir gleich mal, weil das führt das gleiche Ergebnis. Okay, zweiter Takt. Nicht A hat jetzt welchen Wert? Ja, Achtung, nicht jetzt negativ. Ich weiß, was du meinst. Also er ist jetzt quasi auf 0, weil wir die Negation haben von dem, was wir vorhatten. Wir hatten vorher, der war auf 1. Und das heißt, wir gehen jetzt hier auf 0, denn jetzt kommt die Verzögerung eben zum Tragen. Wir haben hier die Verbindung von dem A zu dem Nicht-A an der Stelle. Ja. Also genau, denkt euch immer so denken, wie halt, es geht halt hier um eine Schaltung. Also ist da jetzt Strom drauf oder ist da kein Strom drauf? Kein Strom drauf 0, Strom drauf 1. Ganz einfach nur. Einfach nur darum. Dritter Takt. Was ist mit unserem Licht an? Okay, genau. Ist immer noch 0, weil im zweiten Takt auch 0 ist. Ändert sich das irgendwann? Darf ich bei Nicht-A irgendwann noch mal was anderes tun? Erst im fünften, genau, weil ich habe drei Takte mit Verzögerung, die es auf 0 bleibt, plus den einen davor, das sind dann die ersten vier Takte, dann geht A auf 0 und das heißt, die Negation geht natürlich hoch und ich habe dann hier meinen Wert nicht A gleich 1 am Ausgang des ersten Inverters. So, habe ich eben schon gespoilert, nicht B macht genau das Gleiche. Das heißt, das können wir in dem Fall hier einmal übertragen. Hätte ich natürlich hier eine andere Eingangsverlaufskurve bei B, würde das anders aussehen und nicht genauso wie bei A sein, wäre das natürlich hier anders. So, wir gucken uns als nächstes an. A und nicht B negiert. Welches Gatter ist das? Was gucken wir uns da genau an? A und nicht B negiert. Ja, es ist ein NAND, genau. Und genau, es ist das untere NAND. Also da wären wir hier bei dem. Alles klar. Das heißt, hierfür müssen wir gucken auf das A vorher, was das gemacht hat, und nicht B, was vorher da war. So, und genau, hier wird schon die Frage gestellt, im ersten und zweiten undefiniert. Genau, weil, also das A ist zwar im ersten definiert,
Aber, ne, oder gehen wir mal schrittweise durch. Bleiben wir mal schrittweise. Also im ersten, warum ist es im ersten undefiniert? Weil sowohl A als auch nicht B in dem Takt, bevor wir überhaupt anfangen, undefiniert war. So, deswegen ist der erste Takt undefiniert. Dann der zweite Takt, auch hier schon richtig gesagt, auch da sind wir wieder undefiniert. Wie kommt das jetzt zustande? Da müssen wir jetzt eben gucken. Wir gucken auf den ersten Takt hierfür und zwar ist A zwar auf Wert 1, nicht B ist aber auf undefiniert. Das heißt, wir haben 1 und undefiniert negiert. 1 und undefiniert negiert. Ah, das war das hier der Fall. Da haben wir gesagt, da kommt irgendwie wieder was Undefiniertes raus. Also wir haben zwar geschrieben, es ist nicht x, aber das heißt für uns in der Betrachtung im Impulsdiagramm, dass wir eben undefiniert da schreiben müssen, weil wir eben nicht wissen, was das für ein Wert ist. Wenn wir nicht 0 sagen können, eindeutig, oder 1 sagen können, eindeutig, ist es undefiniert. Gut, soweit so schön. Der dritte Takt. Was ist mit dem dritten Takt bei dem NAND hier? Ich habe hier den Vorschlag 0. Gucken wir uns das mal an. Und ich habe den Vorschlag 1. Na, sehr schön. Das können wir natürlich ein Mehrheitsvoting machen. Wer ist für 0, wer ist für 1? Momentan sagt die Mehrheit eher 1. Gucken wir doch mal, was da eigentlich hintersteckt. Wir müssen hierfür im Vortakt gucken, was ist mit A. A war 1 und was war nicht B? Nicht B war 0. Das heißt, wir haben 1 und 0 und das Ganze negiert. 1 und 0 und das Ganze negiert. Naja, wir wissen, 1 und 0 kann nicht wahr sein, hat den Wert 0. 0 negiert, hat den Wert 1. Im Endeffekt ist es quasi so wie das, außer dass wir halt wissen, dass x hat den Wert 1 und dementsprechend kommt da der Wert 1 raus. Das heißt, hier ist 1 der richtige Wert. Okay, haben wir da noch mal, dass sich irgendwie spannende Änderungen für uns ergeben. Wir können ja mal gucken. Wir wissen, dass wir hier die Werte, die wir hier hatten, die bleiben noch mal einen Takt. Das heißt, der nächste Takt wird erstmal das gleiche sein. Und jetzt können wir hier gucken, jetzt ändern sich hier potenziell Werte. Jetzt haben wir ein A auf 0 und nicht B ist aber auch 0. Na gut, 0 und 0 negiert ist immer noch 1. Wir würden weiter bei 1 bleiben. Das heißt, hier ändert sich für uns nichts. Okay, das heißt, das untere NAND ist die ganze Zeit auf dem Wert 1, sobald es ein aus dem undefinierten Zustand in den definierten Zustand kommt. Zumindest bis zu dem Punkt, wo wir uns das angucken. Also über alles hier rechts davon können wir nichts sagen, wohin das dann weitergeht. Das haben wir uns nicht angeguckt. Gut. Dann haben wir nicht A und B negiert. Auch hier einmal haben wir tatsächlich zufälligerweise in unserem Beispiel, dass das auf die gleichen Werte führt. Achtet darauf, für die Hausaufgabe trotzdem jedes Einzelne euch anzugucken. Das mache ich jetzt nur, damit wir hier einmal schneller durchkommen. So, dann haben wir x. Was müssen wir uns denn für den Wert x angucken? Der Wert x. Wo müssen wir denn genau hingucken?
Okay, wir brauchen Achtung. NAND, genau, ich wollte sagen, ne, genau, NAND, es ist ein NAND und es zwar genau das letzte NAND, was wir hier haben. Und hierhin gehen die beiden Ausgänge aus den anderen beiden NANDs. Das heißt, wir müssen uns hierfür angucken, in dem Fall den Verlauf von den beiden NANDs. Was kann ich dann also über den Verlauf sagen? Wie fängt das an? Was sind dann die Werte an meinem NAND? Okay, ich habe einige Takte undefiniert. Ja, genau. Jetzt müssen wir gucken, wie viele Takte das sind. Das ist ja NAND, undefiniert und undefiniert. Und zwar sind das insgesamt, genau, es sind drei Takte, die auf undefiniert kommen. Also der erste Takt ist undefiniert, weil der Takt vor unserem 2.0 ist alles unbekannt. Und war hier undefiniert, bleibt undefiniert. Der zweite Takt. Hier ist erster Takt undefiniert bei beiden, bleibt undefiniert. Und dann war bei beiden der zweite Takt undefiniert und bleibt wieder undefiniert. So, dann bin ich jetzt im vierten Takt. Da muss ich mir die dritten Takte angucken. Da habe ich jeweils den Wert 1 vorliegen. Genau, das ist also dann 1 und 1 negiert. 1 und 1 ergibt 1, negiert ergibt 0. Das heißt, ich muss hier auf 0 starten. Und da ändert sich dann bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gucken, auch nichts mehr. Ich bleibe bei 0. Okay, damit haben wir auch das X am Ausgang. Und zuletzt haben wir noch unser Y. Dafür ist relevant, was hier an dem Gatter mit dem Oder ist. Und da muss ich auch wieder gucken, was muss ich dafür beachten. Und dann gucke ich auf die Leitung und sehe, ah, einmal das hier, was aus dem NAND rausgekommen ist, auch was ich eben hatte. Das heißt, diese Zeile ist wichtig. Und das andere, ganz vorn zurück, was aus dem Inverter bei B ist. Also halt nicht B. Das war das hier oben. Das heißt, ich habe hier nicht B und X. Die beiden Zeilen muss ich angucken, um den Wert für Y rauszufinden. Was können wir darüber sagen? Ich habe ein paar Takte undefiniert, ja. Die Frage ist, Achtung, es ist, wir müssen mal genau gucken, wir haben ein Oder, ne? Also müssen wir genau gucken, was gilt eigentlich denn für jeden einzelnen Takt. Wir gehen deswegen am besten schrittweise durch. Wir haben im ersten ist es undefiniert, weil wir halt über vorher nichts wissen. Undefiniert oder undefiniert bleibt undefiniert. Im zweiten Takt gucken wir uns an, wir haben undefiniert oder undefiniert. Bleibt undefiniert. Der dritte Takt. Undefiniert oder null. Okay. Das ist ja undefiniert oder null. Bleibt auch wieder. Ja, Achtung. Undefiniert oder 0 ist undefiniert. Ne? Wenn wir, das kann ja. Danke schön. Warum sage ich die ganze Zeit oder? Danke für die Korrektur. Natürlich ist es ein und. Vielen Dank. Also undefiniert und undefiniert ergibt undefiniert, undefiniert und undefiniert ergibt undefiniert. Und jetzt haben wir 0 und undefiniert. So, und 0 und unbekannt. Kann natürlich immer nur 0 sein, weil
das einfach nicht mehr wahr sein kann, dadurch, dass wir die 0 schon haben. Das heißt, wir fangen hier an mit 0. Und im nächsten Takt ist es dann so, wir haben hier nochmal 0 und undefiniert. Das bleibt und dann ist jetzt hier tatsächlich x auch mit einem definierten Wert, aber das ist auch 0, es wäre auch egal. 0 und 0 ergibt immer noch 0. Wenn wir jetzt allerdings zweimal irgendwie 1 hinkriegen würden, dann würden wir auf den Wert 1 kommen. Es ist uns jetzt nicht passiert hier, aber es hätte natürlich auch immer noch passieren können durch diverse Umschaltungen, gerade wenn man das Ganze halt länger macht. Deswegen nicht wundern. Ich weiß gerade nicht, ob das in der Hausaufgabe vorkommt, aber es kann halt auch sowas passieren, dass wir uns, wenn wir das schrittweise durchgehen für irgendeinen Gatter, dann haben wir vielleicht zum Beispiel zwei undefinierte Takte, fangen damit an. Dann kommt es dazu, dass wir durch das Ganze wissen, okay, da kommt auf jeden Fall eine 0 raus und dann kommt irgendwie eine 0 raus. Und dann ist irgendwas durch eine Schaltung irgendwo passiert, dass wir wieder auf irgendwas kommen, wie, oh, das ist jetzt 1 und undefiniert negiert, ja, keine Ahnung, dass wir tatsächlich vielleicht sogar wieder was Undefiniertes haben, bevor wir dann vielleicht wieder wissen, keine Ahnung, jetzt ist dann vielleicht irgendwie auf 1 oder so der Wert danach. Ne? Also auch sowas kann halt sein, dass so undefiniert nochmal später wieder vorkommt. Für Aufgabenteil C sollt ihr gucken, wie sich das Ganze ändert, wenn es sogar vorher eine Definition gibt. Das heißt also nichts anderes als, da sehen wir schon Hinweis, wenn ich jetzt hier sagen würde, okay, hier ist nicht undefiniert im Vortakt A und B, sondern da wäre definiert, startet beides auf 1. Und dann müssten wir trotzdem das Ganze, wie gesagt, nochmal durchgehen einzeln. Genau, was wir jetzt noch einmal uns angucken müssen als allerletztes ist das Thema Hazards. Wenn wir uns den Ausgang angucken, in dem Fall ist es so, dass unser Ausgang schön auf schön gleichmäßig war. Es war einfach, nachdem er bekannt war, war 0. Es kann aber sein, dass ein Ausgang nicht einfach nur, also keine Ahnung, so, das ist irgendwie ganz schön einen Ausgang dauerhaft auf 0 kann man haben, man kann auch haben irgendwie einen Ausgang dauerhaft auf 1, alles okay. Es kann auch sein, dass ein Ausgang umschaltet. Es schaltet irgendwann von 0 auf 1, auch okay. Kann auch sein, dass ein Ausgang umschaltet von 1 auf 0. Auch okay. Ganz normal alles. So, was wir jetzt aber haben können, ist, dass eigentlich wir sowas haben wollen. Es soll der Ausgang eigentlich die ganze Zeit auf 0 bleiben. Aber zwischendurch geht der Wert auf 1 hoch. Und umgekehrt kann es sein, der soll die ganze Zeit auf 1 sein, geht aber zwischendurch auf 0 für einen Takt, bevor er wieder auf 0 geht. Dafür gibt es einen Namen. Weiß jemand, wie dieser Hazard-Typ heißt? Also wir haben eigentlich das Erwartungswert, dass der Ausgang die ganze Zeit auf einem Wert bleibt, nur das hier links, aber zwischendurch auf den Gegenwert für einen Takt ist. Okay, genau. Das erste ist ein Null-Hazard. Ja, es gibt noch einen zweiten Begriff dazu. Was für ein Null-Hazard ist das? Beziehungsweise das untere, das ist ein 1-Hazard. Was für ein 1-Hazard ist das? Okay, ich gebe euch das. Das ist ein statischer Null-Hazard und statischer 1-Hazard. Also, das Ganze heißt, eigentlich soll der Ausgang statisch auf 0 sein. Aber wir haben den Hazard dazwischen. Deswegen statischer Null-Hazard. Ja? Also der Name 0, könnt ihr euch so merken, das hängt hier jetzt davon ab, wie der Ausgang eigentlich erwartet wird und sein soll. Und
der, also am Ende des Ganzen. Und der statische 1-Hazard soll eigentlich die ganze Zeit 1 sein und am Ende auch 1 sein, geht aber zwischendurch auf 0. Wir können das Ganze noch ein bisschen komplexer haben. Hier unten haben wir das, dass das eigentlich die Schaltung umschaltet am Ausgang. Das heißt, wir erwarten, er geht von 0 auf 1. Auch das macht er vielleicht nicht so sauber am Ausgang, sondern wir gehen kurz auf 1 für einen Takt, gehen wieder runter für einen Takt und gehen dann erst hoch und bleiben dann auf 1. Der umgekehrte Fall. Wir wollen von 1 auf 0 schalten, tun wir aber nicht sauber. Wir gehen zwar einmal runter, gehen dann aber kurz nochmal für einen Takt wieder hoch und gehen dann erst runter. Auch hier ist 0 und 1 davon abhängig, was am Ausgang rauskommt, was wir eigentlich haben wollen und erwarten. Das heißt, wir haben hier erst den 1-Hazard, weil am Ende der Ausgang auf 1 ist. Und beim unteren den 0-Hazard, weil am Ende der Ausgang auf 0 ist. An dieser Stelle einmal der Hinweis, falls ihr euch alte Unterlagen, Klausurprotokolle, Gedächtnisprotokolle, Übungsaufgaben aus Jahren vor, ich weiß gar nicht, sag mal vorsichtig, vor 3, 4, 5 Jahren, vielleicht auch 6 Jahren von RSB raussucht oder von RS, Achtung, die Bezeichnung wurde da einmal umgeändert. Also da kann es sein, dass eventuell die einmal genau komplett vertauscht wurden. Das nur als Warnhinweis, falls ihr irgendwie euch wundert in ganz alten Aufgaben. Müsste jetzt nachgucken, ich weiß nicht mehr, seit wie vielen Jahren jetzt die Bezeichnung dann so glatt gezogen wurde mit dem, was eigentlich üblich ist. So, oben hatten wir gesagt, ist statisch, unten ist es nicht statisch, weil wir wollen eigentlich umschalten. Das heißt, wir sind dynamisch unterwegs und deswegen ist es ein dynamischer 1-Hazard oder ein dynamischer 0-Hazard. Das heißt, wenn ihr gefragt werdet in der Aufgabe, welche Hazards kommen vor, müsst ihr eben gucken, haben wir hier. Hier links so schöne Dinge, das heißt keine Hazards, entweder gerade oder einmal kurzes Umschalten. Oder haben wir hier so Dinge, dass der Ausgang, obwohl er statisch den Wert haben soll, einmal umspringen kurz. Oder haben wir das, dass der Ausgang eigentlich nur einmal umspringen sollte, aber stattdessen irgendwie ja, so ein bisschen Bullshit mittendrin macht. Genau, in der Regel ist deswegen ja auch so, dass die Ausgangswerte, nicht die Ausgangs-, die Eingangswerte A und B, deswegen eben so aussehen, dass dann da halt irgendwie umgeschaltet wird, damit eben gesagt wird, okay, da erwarten wir irgendwas, dass entweder der Ausgang die ganze Zeit gleich bleibt oder dass er dann irgendwie einmal darauf reagiert, weil es eben einmal hier was gibt um Änderung des Eingangs. Okay, das sollte alles sein, damit haben wir alles. Ich hoffe, ihr seid so gut vorbereitet und hoffe ich, dass es nächste Woche dann wieder besser mir dann noch geht. Dann können wir noch ein bisschen vollständiger machen. Wie gesagt, alles, was jetzt irgendwie noch offen ist, Zucker-V-Diagramm, guckt euch mal die Sache von letzter Woche an, was ihr da auch gemacht habt. Dann sollte das eigentlich auch gehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Erfolg bei Aufgaben und ja, man sieht sich entweder nächste Woche oder sonst wann.